erotische Skulpturen aus Licht, abgespielt in einer Endlosschleife, als animierte GIF-Datei. Der Multimedia-Künstler Erdal İnci hat sie in der türkischen Metropole Istanbul aufgenommen. Für ihn, wie für immer mehr Kreative, ist ausgerechnet das fast 30 Jahre alte Dateiformat GIF angesagter denn je. Mich faszinieren GIFs aufgrund der Wiederholung. Sie haben weder einen Anfang noch ein Ende. Die Bilder laufen in einer Schleife. Und das ist perfekt für die Art von Videos, die ich mache. Istanbul. Seit 5 Jahren lebt und arbeitet Erdal İnci. Vor 2 Jahren beginnt er, Graphic Interchange Formats, kurz GIFs, auf seinen Blog zu stellen. Anders als moderne Dateiformate lassen sich GIFs problemlos in jedem Internetbrowser abspielen und sind dank der kleinen Dateigröße leicht zu teilen. So sorgt Erdal İnci's Kunst schnell für Aufsehen im Internet. Mehr als 150.000 Likes haben seine Werke. Das Beste an meinem Blog ist, dass man sofort eine Resonanz auf sein Werk bekommt und Kommentare. Man muss nicht bis zu einer Ausstellung in einer Galerie warten. Bei der Entstehung seiner GIFs plant Erdal İnci nur wenig. Vieles entscheidet er intuitiv. Mit Hilfe einer großen Schablone möchte er eine neue Animation kreieren. Wichtig ist, dass der Drehort möglichst menschenleer ist. Deshalb dreht der 31-Jährige oft in der Nacht oder am frühen Morgen. Damit seine Bewegungen vor der Kamera möglichst gleichmäßig sind, hört er während der Aufnahmen den Takt eines digitalen Metronoms. Mit seinen Aktionen zieht er oft das Interesse der Passanten auf sich, die sich mit ihrer Neugier auch später im Bild verewigen. Die Drehzeit beträgt maximal 30 Minuten. Ob sich der Krafteinsatz gelohnt hat, zeigt eine erste Kontrolle an der Kamera. Während ich vor der Kamera performe, weiß ich eigentlich nie, ob es funktioniert oder nicht. Am Ende ist es ein Experiment. Ich finde, dass das die richtige Herangehensweise ist, wenn man etwas Neues kreieren will. Seit rund 5 Jahren erleben GIFs ein Comeback. Als Vorreiter gelten die US-amerikanischen Fotografen Kevin Burke und Jamie Beck. Sie nennen ihre Kurzanimationen Cinemagraphs, zu Deutsch Cinemagramme. Rund 200 Millionen Mal wurde allein dieses Werk angesehen. Neben seiner Street Art ist der britische Künstler Insa mittlerweile auch für seine GIF-Kunst bekannt. Längst sind GIFs Teil der Populärkultur. Mithilfe digitaler Bilderrahmen verbreiten sie sich auch außerhalb des Internets. Laut Kunstkritikerin Ebru Yetişkin etabliert sich das Format zunehmend. GIFs zählen zu den zeitgenössischsten Kunstformen, die es gibt. Sie sind kurz und trotzdem können wir die Informationen und Geräusche ganz schnell erfassen und verstehen. Wir können das, weil wir uns viel im Internet bewegen und uns an diese Geschwindigkeit gewöhnt haben. Am frühen Abend nutzt Erdal İnci noch die letzten Sonnenstrahlen für eine weitere Animation. Während das Filmen nur wenige Zeit in Anspruch nimmt, kostet die anschließende Nachbearbeitung bis zu einer Woche. Dabei werden die Bilder über und nebeneinander gelegt, bis die gewünschte Bewegungsfrequenz entsteht. Erdal İnci klont sich dadurch selbst und schafft Muster, die über die Zeit immer komplexer werden. Ich würde zum Beispiel gerne ein riesiges Teppichmuster produzieren, nur bestehend aus Menschen auf einem Platz. In der Nacht zieht es Erdal İnci in die fast menschenleere Altstadt Istanbuls. Er will eine neue Lichtskulptur kreieren. Die kommen besonders gut an. Bis zu 2.000 Euro zahlen Sammler mittlerweile für ein hochauflösendes GIF des türkischen Künstlers.